Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal spontan das gewünschte Video von Nine über Gifte, weil ich mich wahrscheinlich eh nicht bei Zeiten dazu aufraffen kann, so eine dicke Recherche dazu zu machen, und werde den erst machen, wenn halt weiteres Interesse besteht, weil so große Arbeit sich zu machen, wenn kein großes oder breites Interesse besteht, dazu kann ich mich nicht recht motivieren. Also, was in dem Video gehen soll, sind einmal Gifte, Nervengifte wie Alkohol, Nikotin und Koffein, aber auch um Pestizide und chemische Düngermittel. Und ich habe mich jetzt im Vorfeld ehrlich gesagt nicht viel und konsequent damit beschäftigt, deswegen kann ich jetzt nur sagen, was ich bis jetzt darüber für mich in Erfahrung bringen konnte. Wie gesagt, irgendwelche Studien oder Beweise dazu kann ich dann raussuchen, wenn Interesse besteht. Und was ich von Koffein weiß, ist halt, dass es von Natur aus ein Stoff ist, der von Pflanzen sowie von Tieren, ich glaube Insekten, irgendwelche Spinnen auch eingesetzt wird, um die Beute entweder zu lähmen oder überhaupt davon abzuhalten, im Falle der Kaffeebohnen halt gegessen zu werden. Und deswegen tun Tiere das auch nicht. Also Koffein ist halt ein Nervengift. Und warum der Körper meiner Recherche nach auf Koffein so reagiert, dass das halt so eine Art Hyperaktivität entsteht, dass man total fokussiert und wach ist, ist, weil die Nerven zwar angeregt werden, aber wodurch werden die angeregt? Oder das zentrale Nervensystem, vielleicht auch das ganze Nervensystem, also auch das Vegetative, ich bin mir nicht genau sicher, wie gesagt, ist, weil der Körper von diesem Nervengift, dieses Nervengift so schnell wie möglich wieder loswerden will und der ganze Körper deswegen in Alarmbereitschaft gesetzt wird, in erhöhte Alarmbereitschaft. Und das ist dann halt dieses erhöhte Dasein, Konzentration und so weiter. Jedenfalls nach meinen Recherchen. Und was dagegen spräche, ist, dass das also bei Nikotin weiß ich auch, dass das die Konzentration kurzfristig steigern kann. Und bei Alkohol ist es halt umgekehrt, aber wahrscheinlich, weil da halt zusätzlich noch andere Mechanismen laufen durch den chemischen Stoff Alkohol an sich. Ich denke mal schon, dass der Körper das auch so schnell wie möglich wieder loswerden will. Ich denke mal, dass bei Koffein trotzdem aufgrund der chemischen Struktur einfach diese Sache ausgelöst wird, aber wie gesagt, halt mich da jetzt nicht genau zu informiert. Jedenfalls ist es halt in Natur ein in der Natur vorkommendes Nervengift. Ja, genau wie Alkohol und Nikotin. Ja, Nikotin ist, kommt, glaube ich, nicht in der Natur vor, weiß ich aber auch. Ja, doch klar. Ist ja in diesem Tabakgedöns. Aber ob das jetzt auch Fressfeinde abhalten soll oder irgendwie lähmen soll, das weiß ich nicht. Bei Alkohol weiß ich noch, dass sich Tiere ja auch von überreifen Früchten berauschen, also sich auch dieses Gift zuführen. Also könnte man da eigentlich nicht argumentieren, dass Tiere sich davon intuitiv fernhalten. Oder vielleicht checken die jetzt auch gar nicht, dass sie überreif. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es bei mir halt so, bei meiner momentanen Ernährungsumstellung. Ich bin gerade wieder in einer starken Entgiftungsphase. Ich habe heute dreimal versucht zu trainieren, es ging nie so wirklich. Mir war ist die ganze Zeit schwindelig geworden. Der Stoffwechsel kam nie so richtig in Fahrt. Es fühlt sich alles kalt an und es fühlt sich so an, als hätte ich so mega viel Energie aufgestaut, weil ich die ganze Woche schon nicht so viel machen könnte, aber trotzdem kommt die nicht rüber, die Energie. Irgendwas blockiert da einfach. Irgendwas ist im Blutkreislauf, irgendwelche Gifte, die jetzt von den Fettspeichern sich ablösen. Und zwar ist das so, dass nach meinen Recherchen Gifte sich halt in Fettdepots, besonders im Bauchbereich, ablagern. Und ich könnte zum Thema Giften eigentlich auch noch Gifte in Tierprodukte nennen. Und bei den meisten Leuten ist es halt so, der Körper kommt mit den ganz, ganz vielen Giften
die auf ihn sozusagen eindreschen, nicht mehr hinterher, die abzubauen. Über die Niere funktioniert das, glaube ich, größtenteils. Aber wie gesagt, ich könnte auch Scheiße erzählen. Ihr müsst ja selber wissen, was ihr davon als logisch empfindet und was ihr nachprüfen wollt. Und wie gesagt, kann ich das auch selber noch nachprüfen, wenn Interesse besteht. Aber jetzt habe ich schon 100.000 Milliarden Mal gesagt. Jedenfalls kommt der Körper dann halt nicht mehr hinterher, weil es viel zu viele Gifte auf einmal sind und es gleichzeitig noch ganz viele Gifte gespeichert sind. Und jetzt habe ich halt ein paar Monate schon so eine Entgiftungsphase gehabt und da sind viele Gifte schon gelöst worden und ich bin jetzt in einem relativ entgifteten Status. Das sieht man auch immer ganz gut an der Haut, wie sehr man entgiftet ist. Und gestern habe ich auch Pickel gekriegt, 3 Stück. Das kommt halt manchmal, auch am Rücken und sowas. Das ist halt auch ein Ausdruck davon. Und ich habe hier auch, das kann man aber gar nicht sehen wahrscheinlich, weil das ist so ein ganz leichter Hobelknubbel. Den habe ich öfters, da erzähle ich gleich auch noch was zu. Jetzt habe ich gerade einen Informationsflash-Flut wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Auf jeden Fall, ah doch, ich weiß, wo ich war. Ich habe ziemlich viele Gifte schon gelöst und nach außen getragen, sozusagen. Über den Urin, über andere Ausscheidungen, auch über das Schwitzen und über Pickel und sowas. Und also Hautunreinheiten allgemein. Und wenn jetzt neues Gift hinzukommt, hat der Körper dann genug Zeit, weil er nicht mehr mit den anderen Scheiß die ganze Zeit beschäftigt ist, mit den anderen Giften, genug Zeit, diese Gifte loszuwerden. Und was dann passiert ist, dass sie natürlich dann auch sofort in den Blutkreislauf kommen, damit die dann auch irgendwann zur Niere kommen. Und dann sind die Gifte direkt präsent im Blutkreislauf. Und besonders wenn auch die Adern bei dieser Art von Ernährung nicht mit Fett zugekleistert sind oder mit Teer oder mit irgendwelchen anderen, aber hauptsächlich tierische Fette auch und aber auch pflanzliche Fette, dann wird der Effekt noch verstärkt in meinen Augen. Und ja, dann ist es so, dass ich schon nach ein paar Tropfen Alkohol zwar am gleichen Tag nicht viel merke, aber am nächsten Tag total Blut unterlaufene Augen habe und auch selber totale Adern in den Augäpfel habe, so richtig knallrot und mich total scheiße fühle. Und das gleiche habe ich bei Obst, was konventionell erzeugt wurde und viel gespritzt wurde. Und das gleiche habe ich auch bei Koffein. Immer am nächsten Tag dann meistens, dass ich mich dann auch kacke fühle. Und was man noch zu Giften sagen kann, ist, dass halt fast jedes konventionelle Obst stark gespritzt wird. Also es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei Avocados oder sowas. Wenn ich es finde, verlinke ich noch eine Seite, wo so eine Ampel ist, wo steht, was okay ist und was viel gespritzt ist an konventioneller Erzeugung. Und ich muss sagen, wenn ich auch schon 2 Mangos esse, die nicht biologisch, organisch angebaut sind, dann kriege ich am nächsten Tag schon ein bisschen Abfuck. Und ja, da deswegen langsam sich auch so diese ganze Entgiftungsphase bei mir, weil ich immer wieder halt konventionelles Obst ausprobiere und gucke, welches gut ist, welches ich vertrage und welches nicht. Und genau, es gibt auch noch etliche Gifte in tierischen Produkten, vorwiegend in rotem Fleisch. Was mir noch gerade einfällt, ist Theobromin in Schokolade, das ist auch ein Nervengift, ähnlich wie Koffein. Vertrage ich auch nicht mehr. Aber ich vermisse auch keine Schokolade, null. Weil der Drang, Schokolade zu essen, der kommt meiner Meinung nach immer davon, oder ist glaube ich so wissenschaftlich bewiesen, könnte ich ja immer recherchieren, dass der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist und dann fällt im Gehirn direkt ein, oh, Schokolade, obwohl das eigentlich mehr Fettkalorien hat noch als Zuckerkalorien. Aber wenn man dann Obst isst oder ein Smoothie oder irgendwas anderes Süßes, danach ist das hundertprozentig weg. Hundertprozentig garantiert ist danach das Bedürfnis nach Schokolade und Schokolading weg, 100%. Und wenn das nicht so ist, habt ihr zu wenig Süßes gegessen. Also nur ein Stück Obst oder so reicht jetzt nicht. In Schokolade ist ja auch mehr Zucker. So 5, 6 Stück sollte schon, also 5, 4, 5 sind so ein Snack, würde ich sagen. 4, 5 mittlere Bananen oder so. Oder eher kleine Bananen, besonders für Leute, die wenig wiegen. Als Snack halt so. Okay, in tierischen Produkten, besonders im roten Fleisch, aber die meisten sind ja sowieso hier Vegetarier und oder Veganer. Und?
Ja, und bezogen auf die gesamte Personengruppe macht das Sinn, aber halt oder sage ich jetzt einfach vegan. Da habe ich jetzt aber, glaube ich, hier. Ich dachte, ich hätte hier einen Link reingepackt bei mir in die Lesezeichen. Weil die ganzen Begrifflichkeiten, die weiß ich nicht auswendig. Ich meine, ich hätte das mal gespeichert, aber jetzt habe ich hier gerade Fruivor, vegan, nee, steht da drunter jetzt nicht. Ist das Health Benefits? Ja, in Fleisch gibt es halt mega viele Stoffe. Es gibt Stoffe, die wie heißt das? Nicht Kalzium ausschwemmen, aber die Säure, genau, starke Säure bilden sind und daher, früher dachte man, dass die Säuren dann andere Mineralstoffe binden, damit die wieder ausgeschieden werden können, also zum Beispiel Calcium. Aber neueste Studien haben ergeben, dass dafür Protein benötigt wird. Da könnte ich, wenn es hier jemand interessiert, auch nochmal recherchieren, aber so ist es halt zu viel Arbeit alles. Wie hießen diese ganzen? Das waren mega viele Stoffe. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe das letztens auch unter ein Video gepostet von einfach Nati, von dem ja bei dem Channel. Da hatte ich dann mal wieder recherchiert aus Interesse. Und ich dachte, ich hätte mir die Seiten gespeichert, weil das kann man sich halt nicht alles selber merken. Vielleicht schneide ich das hier, vielleicht auch nicht. Ja, genau. Also Toxicity ist einfacher, kann halt auch von sehr geringen Mengen ausgehen, besonders von Hormonrückständen, weil Hormone einfach nur sozusagen Botenstoffe sind und schlechte Dinge bewirken können, also den Hormonhaushalt durcheinander bringen können, und das kann man dann auch als, ja, im weitesten Sinne glaube ich auch als Toxizität bezeichnen, aber ich bin da kein Toxikologe. Ist auch ein cooler Name, Toxikologe. Auf jeden Fall in Fleisch und auch alle anderen Tierprodukten, Eier und Käse, gibt es halt in konventioneller Zucht diese ganzen Medikamenten und Hormonrückstände. Die werden halt wirklich regelrecht vollgepumpt damit, weil die sonst nicht den nächsten Tag nicht überleben mit der ganzen Mästung und der ungesunden Ernährung. Die natürliche Ernährung vom Rind ist halt Gras, zum Beispiel. Und die, was kriegen die? Irgendein scheiß Soja, genmanipuliertes Soja und genmanipulierten Mais. Und das muss nicht mal gekennzeichnet werden auf dem Tierprodukt hinterher, dass sie damit gefüttert worden sind, dass das gentechnisch verändert war. Also sind dann auch Medikamenten, also Antibiotika, aber auch Vitamin B12, weil das halt aus der Erde kommt, aus Mikroorganismen, die aber kein Gras mehr kriegen, sondern halt irgendeine Scheiße. Das wird auch hinzugesetzt. Dann hohe Dosen an Angst- und Stresshormone. Ist jetzt ein bisschen vom Thema also Giftstoffe weg. Aber es wirkt sich genauso negativ, sage ich mal, aus. Und haben halt schon in kleinsten Mengen eine negative Auswirkung. Genau, und Tierprodukte haben allgemein eine stark säurebildende Eigenschaft. Cholesterin und Laktose ist kein Gift, vertragen wir aber auch nicht so gut. Gesättigte Fettsäuren ist auch kein Gift. Nitrosamine, Phenole und Kresole sind krebserregend, sind im roten Fleisch drin, ich glaube aber nur in Schweinefleisch. Endogene Östrogene, ich weiß gerade nicht, ob die Östrogen als Hormon gespritzt kriegen. Auf jeden Fall sind da zusätzlich noch endogene Östrogene drin. Und dann irgendein chemisches Gedöns, NEU, also neu. 5GC, also keine chemische Formel, aber irgendeine komische Bezeichnung aus dem Jargon. Entzündungsfördernde und verursachende Stoffe.
Gluten ist zum Beispiel auch eine entzündungsfördernde, entzündungsfördernd, verursachen weiß ich gerade nicht genau. Das merke ich aber auch stark, weil ich davon Sodbrennen kriege. Das ist halt so eine Übersäuerung. Arachidonsäure, genau das ist die Säure, die ich gesucht habe, die das Protein auswäscht, die halt stark säurebildend ist, überwiegend in Fleisch. Und Fäulnisstoffe, das glaube ich auch nur in Fleisch. Tierische Eiweiße, also bezieht sich das auf Tierprodukte allgemein, sind für das Immunsystem toxisch. Also das Immunsystem betrachtet es als toxisch, weil die dem menschlichen Körper sehr ähnlich sind. Dann haben wir noch Histamine, Wachstumshormone, Schleimsubstanzen, Purine. Auch überwiegend, also auch nur in Fleisch, jetzt nicht in alle Tierprodukte. Die sind auch entzündungsfördernd und säurebildend. Haben auch noch andere negative Eigenschaften. Ja, das sind so die Stoffe, die ich gefunden habe nach meinen Recherchen, die in Fleisch überwiegend, aber auch in anderen Tierprodukten vorhanden sind, die toxisch wirken, aber auch anders negativ wirken. Das aber eigentlich nur am Rande. Ich wollte das nur allumfassend ein bisschen umreißen. Und was haben wir noch an? Ja, Pestizide. Also wie gesagt, vertrage ich das, kriege ich von all den Sachen Erscheinungen. Wenn ich jetzt nur Bio-Obst esse, also meine Bananen halt zum Beispiel und biologische Kartoffeln oder sowas und dann noch ein bisschen Biospinat, mache das mehrere Tage, dann habe ich nichts. Ich habe keine starken Augenringe, die gehen dann eher noch zurück. Ich habe keine blutunterlaufenden Augen, keine Müdigkeit, keinen Schwindel und sowas. Und sobald ich dann nur zwei Mangos esse, die konventionell erzeugt sind, habe ich das am nächsten Tag. Das habe ich durchgeführt, das Experiment mit vielen anderen Sachen. Das habe ich bisher bei allen konventionellen Obst gehabt, außer Honigmelonen. Bisher und mit Alkohol und Koffein ist das so deutlich, da ist das, brauche ich keine Experimente machen. Und das sind halt, weil die Mechanismen, womit der Körper, mit denen der Körper versucht, toxische Stoffe zu behandeln, loszuwerden, damit zu dealen, anders sind, wenn man schon eine relativ gute Entgiftungsphase hinter sich hat. Aber es dauert bei mir noch mindestens ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre maximal. Man sagt so 2 Jahre braucht die Entgiftung bei einem 22- bis 27-, 28-jährigen Menschen. Fergie! Ja. Was gibt's denn noch so an toxischen Stoffen? Toxische Stoffe. Giftstoffe. Gift. Also in Nahrungsmitteln meine ich. Nahrungsmittel. Ja, Lebensmittelzusatzstoffe, also die ganze Chemie, die kann natürlich toxisch wirken. Da verzichte ich halt auch automatisch schon drauf. Dann gibt es ja noch andere Umweltgifte, ja, Autoabgase oder sowas. Es ist schwierig, sich davon frei zu machen. Strahlung kann toxisch sein. Oxalsäure, Glyoxylsäure. Oxalsäure ist also eine niedere organische Säure, die vom Körper nicht weiter abgebaut werden kann. Oxalsäure ist, glaube ich, aber auch in Spinat. Ich mag Grünkohl sowieso lieber. Spinat und Rhabarber. Mangold, aber in kleineren Mengen nur in Mangold, Petersilie und Kakao, also das ist unbedenklich. Ach so, bei normalem Genuss ist dies aber kein Problem bei Oxalsäure, außer wenn man Nierensteine hat. Gut, ist das schon mal unbedenklich. Alkaloide in Pflanzen. Ja, Theobromin und Koffein. Das sind also Alkaloide.
welche Pflanzen zur Abwehr von Fressfeinden produzieren. Heilkräuter. In geringer Dosis können die als Heilkräuter verwendet werden. Also Fingerhut zum Beispiel steht hier. Tollkirsche oder Bilsenkraut. Halt als Rauschmittel. Kartoffeln kommt Solanin vor, ist auch ein Alkaloid. Man muss aber, um davon zu sterben von Kartoffeln, 4 bis 20 Kilo rohe Kartoffeln auf einmal essen. Ich glaube, das glaube ich nur bei den grünen Kartoffeln. Ja. Aber das Video soll ja eigentlich um Gifte gehen, die auch relevant sind. Unreife Tomaten, ja. Pilze, Bohnenproteine, genau, Lektine, das ist noch wichtig. Lektine, hochmolekulare Eiweißverbindungen aus Bohnen führen zu einer Verklumpung des Bluts. Das habe ich genetisch bedingt sogar schon. Wenn bei mir zum Beispiel eine Wunde auftritt, nach 3 Sekunden ist das fest und blutet nicht mehr. Es kommt zu inneren Blutungen und Krämpfen, Todesfälle. Abkochen kann das inaktiviert werden. Toll, das ist ja auch nicht relevant. Im Bohnen enthalten auch Trypsin und Chymotrypsin-Inhibitoren. Die Trypsin-Inhibitoren. Welche diese beiden Verdauungsenzyme hemmen und durch eine vollständige Ausnutzung der Nahrung verhindern. Auch sie sind durch Erhitzen inaktiv. Warum erzählst du mir das dann? Naja, ätherische Öle, biogene Amine. Abbau von Aminosäuren. Histamin, pseudoallergische Reaktion und Glutaminsäure. Histamin kommt so halt in Fleisch vor. In Fertigsoßen ist Glutaminsäure. Und biogene Amine findet man zum Beispiel in Käse. Ja. Krebserregende Stoffe aus Fleisch und Fischen. Röststoffe. Benzipren. Ein Hund aus 190 Gramm Beefsteak konnte ein Extrakt gewonnen werden, der so mutagen wie 850 Mikrogramm Benzipren wirkte, also der 4500-fachen Menge des Grenzwerts an Benzipren. Krass. Acrylnitril bei stark erhitzten Lebensmitteln und Kartoffelchips. Hat eine Fähigkeit, Krebs zu verursachen. Und ermittelte Ergebnisse können eventuell, also ermittelte Ergebnisse bei gegrilltem Fleisch und Fisch könnten eventuell auch auf diesen Stoff hin zurückzuführen sein. Aber Wissenschaftler sagen, dass sie das bezweifeln, dass Tierversuche auf Menschen übertragbar sind. Muscheltoxine, Fischtoxine. Ja. Barbekarpfen, Hecht und Aal und Neunauge nur. Mutterkorn in Roggen. Andere Getreidearten durch den Pilz Claviceps infiziert. Okay, also nur infiziertes Getreide. Mehr finde ich dann jetzt hier auch nicht. Jetzt habe ich noch eine Seite. Was steht denn hier zu Salz? Natriumchlorid stellt jedoch einen unnatürlich isolierten Zustand dar und hat nichts mehr mit Salz, geschweige denn mit Natur und Ganzheitlichkeit zu tun.
Deswegen verzichte ich auch auf Salz, weil das Natrium in Gemüse und Obst hat reicht. Falscher Federkäse. Aber das Thema Salz war dann nochmal interessant. Ja, Fluorid in Trinkwasser ist ein Gift. Also da spalten sich die Geister. Da will ich auch nicht so viel von zu erzählen. Da könnte man auf das Video von. Nee, mir fällt gerade nicht ein, wer das allumfassend nochmal gemacht hatte. Ist halt das Video, was hier ist? Ne. Also über Fluorid will ich eigentlich kein Video machen. Auf jeden Fall ist Fluorid ein Abfallprodukt der Industrie, was in Zahnpasta reingepackt wird. Ohne Fluorid kriegen wir tausendmal genug aus der Ernährung. Deswegen braucht man schon allein nicht. Und dann würde ich schon skeptisch werden, wenn das über die Nahrung tausendfach gedeckt wird, warum die dann damit argumentieren, dass wir es da reinpacken, weil wir das angeblich brauchen. Das muss ja schon eine Argumentation sein, die entweder aus Unwissenheit besteht oder weil damit dahinter irgendein Interesse steht. Zu einem, dass vielleicht das Interesse, was das für eine Wirkung auf den menschlichen Organismus hat, oder das Interesse, dass sie einfach ihren chemischen Abfall irgendwo noch verkaufen können. Oder beides halt. Lebensmittelzusatzstoffe. Ja, Glutamat ist halt nicht geil. Glutaminsäure hat man schon. Aspartam. Und dann haben wir noch das Thema Öl. Ob ich da jetzt noch den Link finde. Öl. Oh, Transglutaminase. Klebstoff für Fleisch. Klebstoff. Lebensmittelverpackungen. Ja, dann gibt es noch Bisphenol A halt in Plastik. Was giftig ist. Weichmacher, Gedöns. Kann ich jetzt aber auch nicht spontan viel drüber erzählen. Ja, das mit Öle ist halt auch interessant. Meinen Recherchen nach wird Öl, auch wenn es in der dunklen Ecke steht, mit einer dunklen Flasche, ist das trotzdem immer ranzig und ranziges Öl ist nachgewiesenermaßen giftig, toxisch. Und hat laut Studien, aber leider keine Metastudien, die gleiche krebsverursachende Wirkung wie es von Butter bewiesen wurde. Also pflanzliche Öle auch. Davon kriege ich übrigens auch dieselben Erscheinungen mittlerweile, wie durch diese ganzen anderen Gifte, wovon ich erzählt hatte. Also Öl vertrage ich auch kein bisschen mehr. Vielleicht mal hier und da einen Tropfen oder so. Und dann tue ich mal, wenn ich. Ich weiß nicht, ob ich nochmal. Nee, ich mache, glaube ich, keine Pizza mehr. Doch ich wollte noch mit Maisgrieß wollte ich mal noch eine Pizza machen. Da mache ich dann mal einen Tropfen oder zwei Tropfen Öl rein. Und das dann halt auch nur alle paar Wochen. Wen das interessiert, das ist halt ein besonders interessantes Thema. Da suche ich dann nochmal die Links zu raus. Wie gesagt, das sind aber nur so Studien mit, ich glaube, 60 Leuten oder so. Aber es wird bei 59 wird das, glaube ich, bewiesen. Aber es halt auch, sind auch nur zwei Studien, die ich dazu gefunden habe. Ja, also es sind schon einige Giftstoffe unterwegs, besonders in der Nahrung halt. Ich habe jetzt bestimmt auch noch ein paar vergessen, die wichtig wären. Auf jeden Fall macht die Industrie es einen, finde ich, schon ziemlich schwierig, auf diesen ganzen Scheiß zu verzichten. Also es ist eigentlich relativ. Von der Idee her ist es relativ einfach. Die Idee ist einfach, nur biologisch angebaute, pflanzliche, natürliche, ganzheitliche Nahrung zu essen, wie Biobananen zum Beispiel. Aber die Umsetzung ist natürlich, dauert jetzt bei mir schon so 4 Jahre oder so, seit ich nach dem Abi, also aus der Schule raus bin. Habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, hat man endlich Zeit, dann wurde ich halt auch Vegetarier schnell. Bin dann zu Pseudo-Vegetarier zurückgefahren, dann wurde ich vegan wegen Earthlings und dann. Aber ich hatte schon immer gefühlt, dass. So intuitiv gefühlt, dass Rohkost für mich so das Richtige ist. In Anführungszeichen das Wahre ist. Und dann bin ich jetzt vor einem halben Jahr bin ich das dann einfach mal angegangen.
Ich wusste, dass das anstrengend werden würde und lange dauern werden würde. Also es dauert bei mir schon einige Jahre, dass ich mich auf Ernährung und Gesundheit allgemein, ja, Gesundheit nicht so, aber auf Ernährung konzentriere. Zwischenzeitlich habe ich halt mal mich auf Leistungssport konzentriert und da war mit Gesundheit nicht mehr so viel. Und davon erhole ich mich gerade, weil ich den Körper da halt missbraucht habe. Ein, zwei Jahre. Und das dauert dann jetzt länger, dann wieder zu einem gesunden Körper zu kommen. Ja, ich spiele mit den Bananen darum. Ja, ich habe hier leider noch so Datteln, die schmecken ziemlich gut. Aber vertrage ich halt auch nicht so geil. Aber ich werde das trotzdem alles noch wegessen. Weil ich einfach nicht genug Geld übrig habe, um das einfach wegschmeißen zu können. Dann muss ich das nochmal reinfressen in mich. Außer wenn das zu krass wird, dann ist mir das egal. Und dann muss ich noch stärker auf die Banane gehen. Weil das einfach das günstigste ist. Ich habe bisher noch kein Bio-Lebensmittel gefunden, was auf die Kalorien bezogen nicht mindestens ein Drittel oder sagen wir ein Viertel teurer ist als Banane. Als die Banane. Manche Sachen sind so schön günstig. Ich muss nochmal in einen türkischen Laden gehen. Aber ich schweife ja total ab. Ich versuche die ganze Zeit noch krampfhaft quasi irgendwas zum Thema zu sagen, weil es da bestimmt noch ziemlich viele Sachen, interessante Sachen zu erzählen gibt. Aber ich kann ja auch noch halt ein zweites Video dazu machen oder eine Reihe machen, wenn es noch ein drittes wird. Wie gesagt, wenn euch was interessiert, fragt einfach nach. Braucht da keine Hemmung haben, dann werde ich es einfach mal recherchieren und auch wissenschaftlich untermalen. Soweit es geht zumindest, soweit ich Quellen dazu finde. Ansonsten kann ich nur allerhöchstens pseudowissenschaftliche Quellen nennen, falls das überhaupt Sinn macht. Auf jeden Fall werde ich dann recherchieren und dann können wir mal weiter gucken. Dann kann ich ja noch ein zweites Video vielleicht so machen. Das so mal als erster Auszug, Abzug über das Thema Giftstoffe in Nahrungsmitteln. Und ich finde es wirklich. Ich habe wirklich langsam die Schnauze voll von dem Scheiß und will das alles nicht mehr in meinem Körper haben. Ja, und ich vertrage es halt eh nicht mehr, was dann ganz praktisch ist, als Motivation, das dann auch nicht mehr zu essen sonst. Okay, dann verabschiede ich mich einfach mal. Tschüss.